ich stelle nochmal am Anfang, Holofeeling, wenn man das jetzt als ein Denk- oder Glaubenssystem betrachtet, das unterscheidet sich von allen in dir bisher auftauchenden Glaubenssystemen erst einmal dadurch, dass es nur mit wirklichen Fakten arbeitet. Das heißt, mit hier und jetzt überprüfbaren Tatsachen. Es gibt keine Glauben, alle voran der naturwissenschaftliche Definitionen, die angeblich korrekte Naturwissenschaft, die dir das bietet. Ich nehme das Wort Fakten wortwörtlich. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die Tatsache besteht jetzt darin, wenn du schaust, was in dir als Information vorliegt, dass du dich jetzt selbst ausdenkst, du sitzt vorm Computer und hörst dir dieses Video an, du denkst dir jetzt irgendeine Datei, in der ist alles, was noch kommen wird, jetzt schon drauf. Du denkst dir, dass das irgendeine Aufnahme ist, die in der Vergangenheit irgendwelche gemacht haben, du denkst dir, das war ich jetzt das anspreche. Würde ich es nicht ansprechen, würdest du irgendwas anders denken. Das, was du denkst, kannst du dir nicht raussuchen. Du bist ein träumender Geist und du erlebst dich zurzeit als der Trockennasenaffe, der jetzt in dem Moment vorm Computer sitzt. Alles, was in dir auftaucht, kommt aus dir selber. Da außen gibt es keine Welt. Ich kann nicht oft genug sagen, wir beginnen einmal im biblischen Sinne, halte verdammt nochmal die 10 Gebote. Und es würde mir schon reichen, wenn du anfangen würdest, das erste, zweite Gebot zu halten. Das heißt, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Weil die Bilder letzten Endes hier und jetzt deine Informationen sind und die sind, wenn sie in dir auftauchen und wenn du an was anderes denkst, ist es wieder weg. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel zu versuchen, einen Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, am Leben erhalten zu wollen, weil dann müsstest du ununterbrochen an diesen Menschen denken. Wenn eine meinen, sie können einen Menschen retten, muss ich zuerst einmal wissen, was für eine Vorstellung hast du bei dem Wort Mensch. Da musst du wissen, dass ein Mensch kein Trockennasenaffenkörper ist, sondern ein Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Und innerhalb dieses Menschen verändert sich der Mensch vom Säugling bis zum Greis in einer erscheinenden Form als Trockennasenaffe. Aber der Mensch selber ist die Lebensgeschichte als Ding an sich. Wenn ich jetzt einen Menschen retten will, was will ich dann eigentlich am Leben erhalten? Welchen Körper? Den 20-Jährigen, den 30-Jährigen, den 40-Jährigen? Ein entfaltetes Leben besteht aus einer ständigen Gestaltveränderung. Und wenn du jetzt die Vatersprache verstehst, dass ich immer wieder sage, es baut auf Fakten auf. Du befindest dich zurzeit in einer Illusion, die aufbaut auf Worten. Diese Worte sind schlichtweg und einfach ein Computercode. Das ist der einzige Grund, wieso in deiner momentanen Traumwelt Computer in Erscheinung treten. In der momentanen. Das ist schon wieder das Mom-End, wenn man die Sprache versteht. Weil man muss sich mit Holofeeling auseinandersetzen. Das ist, wenn du rechnen willst, musst du rechnen lernen. Rechnen als Ding an sich ist nicht Mathematik. Diese Schwierigkeit, Mathe ist ein gelerntes Wissen. Bin da tausendfach drauf eingegangen. Was ich jetzt eigentlich vorhabe, nochmal dir vor Augen zu führen, wenn die Grundlagen da sind von Holofeeling, wie unendlich tief jedes einzelne Wort geht. Diese Creatio ex nihilo habe ich in einem vorhergehenden Selbstgespräch schon mal angesprochen. Da können wir jetzt nochmal durchgehen. Und ob du dich für die Sprache oder die Worte interessierst, das hängt jetzt erst einmal davon ab, wie reif dein Geist ist. Du lernst ja in der Vorschule was anderes wie in den ersten Schulklassen oder wie wenn du studierst. Versteh das bitte als ein Symbol. Es geht hier überhaupt nicht um Studieren, weil du feststellst, dass die meisten Geistesfunk, wie ich das nenne, die ich heimsuche, die meisten Schäfchen, die ich heimsuche, an und für sich ganz normale Menschen sind. Da kann man wieder sagen, ja, ich verstehe das doch nicht. Ich sage, das, was ich dir erkläre, kannst du verstehen. Du musst nur meine Gedankengänge folgen und eine eigene Meinung kriegen. Das heißt, du musst dich loslösen von den Autoritäten, die du selber mit deinem derzeitigen Intellekt postulierst. Wenn du nämlich einen wirklich bewussten Menschenverstand bekommst, das hat nichts zu tun mit dem gesunden Menschenverstand, bei eigener Definition, in den Ohrenbarungen heißt es in Ich bin du schon, du wirst irgendwann einmal erkennen oder erkennen müssen, dass das Krankhafteste, das Pathologischste, was du zurzeit besitzt, ist genau das, was du mein gesunder Menschenverstand nennst. Dieses, das ist doch nicht normal. Die Normierung ist dein Gefängnis. Das ist das illusionäre Gefängnis, in das du dich einsperrst, selber. Und ich kann immer nur sagen, wir lassen das momentane Leben des Menschen total unangetastet. Die Rolle, die du jetzt spielst,
der Trockennasenaffe, der jetzt vorm Computer sitzt, den du dir ausdenkst, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, da verändert mir überhaupt nichts. Ich sage auch immer wieder, der kann dann ins Eintreten, dann ins Austreten. Holofeeling ist keine Sekte, ich komme aus einem ganz anderen Bereich. So normal oder so unglaublich dir das jetzt klingen mag, das hängt natürlich wieder von deiner Definition ab. Und darum sage ich immer, der erste Einstieg ist, ohne groß aufzufächern, meine Wiedergeburt in Jahwe, das ist ja eins von vielen Selbstgesprächen, wo sehr komprimiert eine Selbstbeobachtung stattfindet, wenn man das durchdenkt, wo nur wirkliche Fakten aufgezeigt werden, dass dir irgendwann einmal klar wird, das, was ich denke, ist jetzt da, weil ich es denke und es ist so, wie ich es denke. Und mit dem Doppelschritt, wie ich das nenne, kannst du beobachten, dass du überhaupt keinen Einfluss hast, was du denkst. So wenig, wie du jetzt einen Einfluss hast, was dieses Pixelmännchen, dieser Lautsprecher als nächstes sagt oder tut, was kommt. Du musst dich von Augenblick zu Augenblick überraschen lassen und dasselbe auch passiert auch in Bezug auf die Person, die du zurzeit als ich betrachtest, die du erlebst. Dir kommt ein Gedanke nach dem anderen, dann klingelt das Telefon, dann kommt der Postbote, dann kriegst du Hunger, dann passiert dieses, dann passiert jenes. Glaub mir, es ist der größte Trugschluss überhaupt zu glauben, dass du in irgendeiner Form bestimmst, was du denkst oder was du tust.